Nein, ich sehe ihn. Nam, 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 nam. Bist du öfters hier? Also nur, wenn mein Puffy Chili gegessen hat. Puffy heißt der Hund also. Ich hab eine Katze. Hm. Ja, ich nicht. Und Platz und Rolli. Mach du Rolli. Dein Hund springt ja rum, als hätte der Würmer im Po oder so. Ja, regelmäßig zum Tierarzt gehen ist halt wichtig. Gibt's viermal im Jahr eine Tablette, immer zu den Jahreszeiten, ist eine gute Eselsbrücke. Ist ja auch kein Ponyhof hier. Ist wichtig für mein Puffy. Ja, das sollte ich bei meiner Katze vielleicht auch machen. Und woher weißt du das alles? Von mir. Und das hier ist eigentlich mein Job. Hey zusammen und willkommen zur wohl ungemütlichsten Sendung hier auf YouTube. Neben, ihr wisst schon und kennt ihr auch. Viele von euch haben behauptet, ich ziehe mich manchmal an wie ein Opa. Was? Deswegen habe ich mich jetzt mal angezogen wie mein Zimmer. Ich habe immer noch gereizten Darm vom Restaurant Durchfallkönig. Deswegen sollten wir schnell machen, sonst... Alexander, bitte ein Allesfresser. Und wenn man Alex und Allesfresser zusammensetzt, kommt mit den Anfangsbuchstaben A raus. Ich bin eine Batterie. Dippst du eigentlich alles Essbare irgendwo rein? Nicht nur alles Essbare. Oh, wie schlecht! Alex! Ich sehe, du bist auch bei Tinder, Daniel. Videofragen ein, bitte um Antwort! Na ganz easy, du machst ein Video, lädst das hier bei YouTube hoch und postest den Link hier in die Kommentare. Oder bei Facebook. Oder markierst mich auf Instagram. Oder schickst mir was bei Snapchat. Oder bei Twitter. Oder per WhatsApp. Oder auch per... Und komm endlich, eigentlich ist es schon fast peinlich, immer dieses Hin und Her. Mal ja, mal nein. Mal ja, mal nein. Nur leider bekomme ich niemanden ran, der mir helfen könnte, auch für unter 15.000 oder für unter 10.000 Euro das Ding fertig zu basteln. Denn es existiert ja alles. Das heißt, Grafiken, Sprites, Animationen, Maps, Endbosse, Gegner, nur eben die eigentliche Game Engine nicht. Und das ist sehr blöd. Aber glaubt mir, ich halte euch da auf dem Laufenden, sobald es was Neues gibt. Denn bis jetzt kann ich nur sagen, it's done when it's done. Penner! Was du ständig durch die Gegend und schreist, Penner? Was ist, wenn ein echter Obdachloser mal dazwischen ist? Hast du darüber mal nachgedacht, wie der sich wohl fühlen könnte, wenn er sowas hört? Macht es dir Spaß, Leute zu verletzen? Nur weil ich das mit Leuten wie dir mache, heißt das doch lang nicht, dass du das auch machen darfst. Und jetzt geh dich schämen! Am besten bei deiner Mutter, ja. Hey Alex, ich hab grad nur einen Teller mit Ketchup gegessen. Probier das doch auch mal. Mama, ich will jetzt nicht mit dem Staubsauger spielen! Hey Alex, meine Frage von Erklärbar lautet, wo ist es besser zu leben? In der Stadt oder auf dem Dorf? Oh, eine wirklich gute Frage und ein ewiges Diskussionsthema mit Leuten, die tatsächlich schon seit ihrer Kindheit in der Stadt wohnen oder seit ihrer Kindheit auf dem Land, beziehungsweise im Dorfe, auf dem Dorfe wohnen. Meiner Meinung nach Dorf, denn hier hat man wenigstens die Möglichkeit, noch ein bisschen abzuschalten, finde ich. In der Stadt ist das meistens so, man hat überhaupt keinen wirklichen Rückzugspunkt, man ist immer da, wo es belebt ist und deswegen bin ich ein totaler Fan von auf dem Land wohnen. Ist kognitiv suboptimiert und tangiert uns peripher, dass es suboptimal ist. Oh, immer diese äußerst intellektuellen Sprüche. Darauf gebe ich dir eine 1.
Alex, wann machst du ein Let's Play? Immer dann, wenn ich Zeit habe. Dafür habe ich auch einen eigenen Kanal. Double Automat. Aber erwartet da jetzt keine 100-teiligen Let's Plays, denn momentan konzentriere ich mich eher auf Mobile-Apps. Ist auch schön. Alex, könntest du deinen Nesten erklären, wer wieder eins aufgestohlen und erklären, worauf man beim Smartphone-Vertrag-Kauf achten sollte? Ich persönlich habe nämlich nicht so viel Ahnung davon. Liebe Grüße, Mops, vielleicht ein Smartphone im Unterricht mit einem Preisbereich. Puh, das ist ein echt schwieriges Thema. Vor allen Dingen bei der heutigen Auswahl ist das überhaupt nicht mehr so einfach zu pauschalisieren. Ich meine, jeder Anbieter, jeder Tarif, diese Kombination aus all den einzelnen Optionen, das ist ein riesiges Wirrwarr mittlerweile, auf dem man sich ganz individuell einlassen muss. Vor allem auch beim Thema mobiles Internet. Nur von der Toilette? Okay. Ja, das ist also mein Klo. Ich benutze und beschmutze sie meistens ganz gerne. So wie einige von euch das mit manchen Frauen machen, genau. Sitze manchmal stundenlang vertieft und scrolle auf einen 9-Gag und freue mich über jeden kleinen Spritzer Wasser, der dann von unten landet. Man kann manchmal hier drücken und manchmal kann man auch da drücken. Und je nachdem, wie hart man es gerade möchte, man kann vielleicht auch mal beide drücken, wenn man besonders gut drauf ist. Mein Klo ist in 4K im Internet zu sehen. Achievement unlocked. Meine Frage, wenn du einen Preis verlost und ihn jemand gewinnt, woher weißt du, woher du diesen Preis schicken sollst? Naja, wenn jemand gewonnen hat, dann schreibe ich ihn an. Und wenn eine Antwort kommt, dann habe ich auch seine Adresse. Wenn nicht, dann nicht. Liebes Tagebuch, heute fühlte ich mich wie Mr. Obvious. Dein Alex. Kuss, Kuss, Bussi, Bussi, PS, HDGGDL. Ich bin der erste YouTuber, den ich für Kock gesehen hab. Ha. Oh, endlich hat es jemand mitbekommen. Nein, ernsthaft. Einigen von euch ist ja schon aufgefallen, dass hier in 4K so manche Videos schon hochgeladen werden. Aber einige von euch meinen auch, dass es unnötiger Scheiß ist und man so einen Müll heutzutage noch gar nicht braucht. Aber glaubt mir, euch wird 4K schneller heimsuchen, als euch vielleicht momentan bewusst ist. Ist das die Adresse, wenn man dir was schicken will? Ich nenne es mal so eine neue Kategorie. Immer am Tag, wo der Erklärbär gedreht wird, gehe ich vorher zum Postfach und greife einfach mal rein und nehme dann entsprechend auch das raus, was gerade drin ist. Und dieses Mal waren 5 Briefe mit dabei. Und ich dachte mir, es wäre doch cool, immer durch Zufallsprinzip einen Brief rauszuziehen und dann mal schauen, was drin ist. Kurz vorzulesen, was drin steht und kurz zeigen, was drin sein mag. Na, also legt die Post jetzt hier also rum und da frage ich mich, was macht man, wenn man gerade keine Möglichkeit hat, durch Zufallsprinzip irgendwie was auszuwählen, indem man in einer Kiste rumrührt oder in einer Schachtel irgendwie was macht? Man spielt Ene, Mene, Mu. Genau, 5 Briefe haben wir, da fangen wir mal an. Ene, Mene, Mu und raus bist du noch lange nicht. Musst erst sagen, wie alt du bist. 5, weil 5 Briefe. 5 ist kein Wort und du bist fort. Ein Brief von Lisa. Ist ja, wie die Post manchmal mit Briefen umgeht, ist echt krass. Lisa aus Läden. Ich bin sowas immer total spannend. Hallo Alex, ich habe die Bilder gemalt, weil mir langweilig war. Da ich deine Videos gerne gucke, habe ich dich als Chibi gemalt. Chibi? Ich fühle mich immer so unintelligent, wenn ihr mit solchen Dingern kommt, die ich nicht kenne. Ich bin noch nicht zu alt für sowas, oder? Nein, bitte sagt mir nein. Ich habe mit Mangas angefangen, dann habe ich angefangen, Chibis zu malen. Nach den Chibis habe ich mit Schattenschriften angefangen und dann habe ich noch die Simpsons gemalt. Die ganze Familie. Smiley, Smiley, Smiley. Ich habe mit 11 angefangen zu malen und ich bin gestern den 14.04.12 geworden. 14.04. Oh, das ist ja auch schon 2-3 Wochen her. Und dann hier so ein Smiley. Alex mit Zunge. Hier in die Adresse und mal. Meine Handynummer ist, da du vor kurzem Geburtstag hattest, rufe ich dich einfach mal an. Lautsprecher. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von 0. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ja, schade, Lisa. Vielleicht warst du ja gestern so hart feiern, dass du jetzt nicht mehr kannst. Obwohl, mit 12 wäre das merkwürdig. Dennoch mal einen herzlichen Glückwunsch meinerseits zum Geburtstag. Und ich schaue mir jetzt noch mal fleißig deine Bilder an. Und falls du nichts dagegen hast, ich zeig sie mal parallel im Erklärbär. Kannst du ja mal winken. 14. und 15.04.2014 gemalt. Sind das so eine Chibis? Chibis? Chibis.
Bestimmt spreche ich das voll falsch aus und bin jetzt der übelste Depp in dem Thema. Leute, für das Alter sollte man sowas definitiv respektieren. Deswegen dicken Daumen hoch, keep up the good work und weiter so. Und das kommt jetzt auf jeden Fall hinten an die Wand ran. Dankeschön. Ich bin traurig. Willst du mich auf und dann um ihr Lätzchen? Spontan hätte ich ja den Song von Dudelsack aus der Walking Dead Nach-Sync-Parodie im Kopf. Ne? Die Badibidi-Babidi-Bum. Aber wenn ich den hier reinhaue, gibt's wahrscheinlich Copyright Infringement! I don't know! Deswegen gibt's einen anderen Song für dich. Mimimi! Danke, danke, vielen Dank. Danke. So, das war's für heute. Und ich sag euch, liebe Leute, mein Darmtrakt ist heute echt abgefuckt. Doch schließt noch nicht so schnell das Fenster, denn ich hab noch etwas vorbereitet für euch Gangster. Kommt jetzt raus, ich zeig es euch. So, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Na, ihr wundert euch auch schon, was ich hier an dem neuen Polo so rumdoktor? Ganz einfach, ich bereite für euch ein Gewinnspiel vor. Und zwar zusammen mit Volkswagen möchte ich dieses Auto für euch für ein Wochenende verlosen. Ja, für euch. Und obendrauf gibt es noch einen vollen Tank und 500 Euro auf der Hand. Und zwar, um das Wochenende genießen zu können, richtig Spaß zu haben mit dem Auto. Was ihr dazu tun müsst, ist ganz einfach. Klickt in der Beschreibung auf den Link und meldet euch dort auf der Seite an. Das ist alles. Und in 2 Wochen gucken wir dann, wer der oder die glückliche Gewinnerin ist. Und dann werde ich persönlich mit diesem Auto hinfahren und das Auto überreichen. Und damit es noch spaßiger wird, bin ich nicht alleine unterwegs, sondern mit meiner und ganz bestimmt auch mit eurer Lieblings-YouTuberin an Bord. Wieder zurück. Und natürlich Dankeschön auch wieder für das fleißige Videofragen einsenden und Videofragen posten. Und für den heutigen Videofragensteller, für den Tobias, gibt es ein 15 Euro Kinogutschein. Bekommst du per Mail bzw. per YouTube-Nachricht, Google-Plus-Nachricht und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich auf euch und so. Ach ja, und einen Bonus können wir dann auch wieder gucken.